weiter geht's, Hombres. Boah, erstmal aufstellen und dann gehen wir mal durch die Tür rein, denn eine Nachricht hat uns versprochen, wir können in dieses... Oh, da kann ich noch nicht rein. Da brauche ich Schlüssel für. Aber wir können in diesen Garten anscheinend rein. So, ganz weiter hinten. Mal gucken, was hier so gibt. Bis jetzt gar nichts. Und da hinten? Was gibt's da hinten? Ach so, dass man die Glocke so kaputt macht. Okay, das gehört alles noch zu diesem Garten dazu, oder was? Kamek! Marco! Mario! Wieso wollte ich gerade Marco sagen? Keine Ahnung. Was machst du, wenn ihr... Ey... Du könntest meinen Masterplan zerstören, also muss ich dich jetzt töten. Wow. Ja, das macht er ganz gut. Er ist verschwunden. Mist, er verschwindet immer. Okay, wir haben so Spaßmusik aus Mario Galaxy. Eigentlich ist das so diese Sammel, diese WLAN-Münzen-Mission-Musik. Mist, er verschwindet immer. Ich versuche mal brav die Münzen hier einzusammeln. Okay, jetzt ist er wieder da hinten, oder was? Oder muss ich einfach nur überleben? Das kann natürlich auch sein. Ich werde trotzdem versuchen, ihn hinterher zu jagen. Wow. Also entweder ist es ein Survival-Ding, weil das sieht mir auch danach aus so ein bisschen. Au. Aber ich versuche trotzdem, ihn irgendwie zu erwischen. Aber ich glaube, ich erwische ihn nicht. Ich versuche einfach nur hier zu überleben, glaube ich. Boah. Okay, dieser... Ah, jetzt er hat aufgehört, oder was? Ne, er hat nicht aufgehört. Ah, jetzt ist eine Röhre da. Ah nein, aus der Röhre kommen Gegner raus. Also schön fernhalten davon. Hier ist ja ganz schön was los. Okay. Was jetzt? Noch eine Röhre mit Gegnern. Okay, das ist echt verrückt. Ich versuche einfach hier oben zu bleiben. Mario guckt sie voll da runter. So, was ist denn da los? Kamera bebt ein bisschen, aber gut. Au, ey. Da muss ich Gegner töten. Ganz viele Gegner töten. Ich weiß es nicht so genau. Blaue Münze. Ich habe jetzt nicht so ganz das Ziel verstanden, aber es tut sich auf jeden Fall was. Also so falsch kann ich es ja gerade nicht machen. So, und jetzt? Ah, ich habe genug Zeit hier verschwendet. So, ich werde dich jetzt hier mit den Gummis lassen. Achso, der war natürlich schon verzaubert. Wow, er ist ja Gumba-König geworden. Okay. Und ein kleiner Hinweis hat mir, wie man eine Stampfattacke macht. Also glaube ich, ich muss ihn mit einer Stampfattacke verletzen. Und das sieht ganz schön richtig aus. Wo landet der? Ey. Wow. Habe ich ihn getötet? Ja. Wir haben ihn zweimal hintereinander erwischt. Das ist ziemlich gut. Jetzt nur das eine Gumba da. Das Ding ist grün. Jetzt ist es nicht mehr grün. Nice. Ja, cool. Das war ein Geheimstern. Da kann man übrigens hier, glaube ich, nachgucken unter Star Map. Und dann... Ich glaube hier, Storyline. Ich glaube, das ist es. Interessant. Okay, dann gehen wir einfach mal hier rein. Ich sagte, dann gehen wir hier rein. Tut mir leid. Ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Hier ist auch ein Geheimnis. Sieht man direkt. Oh, wie schön für ein Leben. Okay, auf ins Wasserlevel. Ist das Dire Dire Docks? Nö, im Gegenteil. Ach, das ist ein Kerstin Secret Star. Oh, da gibt's nichts. Boah, es gibt Wellen. Ja, ich dachte, das wäre so ein Wasserlevel. Das ist echt nur so für eine Dings. 5 Silbersterne sammeln, okay. Und dann wieder zurück. Dahin. Au. Hier ist so bestimmt irgendwas. Wenn man hier schon hin kann. Au. Tja, guck
wir mal hier unten erstmal die Schicht durch. Obwohl, scheiße, ich will da hoch. Lass mich da hoch. So. Ah, da gibt's Flat. Okay, den hole ich mir. Mit einem Silberstern dazu. Okay, da wollte ich jetzt noch nicht hin. Oh, okay, doch. Jetzt sind wir doch richtig gelandet. So, mit Musik aus Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Gibt's da nichts? Okay, keine Ahnung, da kann man nicht weiter. Ach, hier kann man rein. Oh, gut. Cool, ich kann unter Wasser auch noch Wasser benutzen. Das kommt auch in Mario Sunshine. Okay, das wird ganz gut bewacht, das Ding. Hey, Mann. Hey, das ist echt ganz schön mies. Okay, versuchen wir es mal. Okay, scheiß drauf. Erstmal versuche ich wieder an Land zu kommen und ein bisschen zu atmen. Ey, Mr. Fisch, geh weg. Dann probieren wir es nochmal. Das Ding wird echt ganz gut da festgehalten. Am besten machen wir es von der Seite aus und dann klappt das auch. So, und vielleicht ist die fünfte auch hier drin. Oh, eine Starcoin auch. Das muss viel schneller gehen, aber erstmal nochmal kurz durchatmen. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Also es ist nicht so, ja, man geht hin und holt, man muss schon ein bisschen das auch hinkriegen alles. So, dann haben wir das. Und die letzte Münze. Ach Quatsch, der letzte Stern. Ja, ich verwechsel die ganzen Wörter immer. Münze, Stern, Sonne. Raus hier. Wow, die Monsterwelle trägt mich zurück. So ein bisschen, naja. So, und dann war das gute Stück. Und der Cooper denkt sich so, oh, ich gehe jetzt nach Hause. Oder ich komme doch wieder zurück, ich weiß nicht. Okay, es war echt nur so ein geheimer Stern. Oder Sonne, beziehungsweise. Tja, dann ist das wahre Level wohl hier hinten. Ich muss was machen. Eine Pyramide aus Super Mario Bros. 3. Also vom der Sprite hat. In der Pyramide. Es gibt echt nur drei hier drin. Nicht mehr fünf Sonnen. Und auch nur drei Star Coins. Steht auf Mini-Coins. Eins. Oh, wie nett, dass er Goomba wegrennt, wenn ich mit ihm rede. Oh, es ist so heiß hier drin. Ich kann es kaum aushalten. Ey. Arsch. Okay. Ist das jetzt Unsichtbarkeit? Ah, jetzt kann ich ja irgendwie durch, also durch Gitter durch. Mal schauen, wie wir das nutzen. Slings da. Was gibt's hier? Rote Münzen gibt's ja. Ne, ich höre jetzt keine roten Münzen. Achso, die sind auch für die ja, roten Münzen. Ja, gut. Nö, nö, das machen wir gleich alles. Da haben wir schon mal eine. Moment. Ich kann die holen, aber kann ich es auch überleben? Oder man kriegt einfach das Schlechteste aus beiden Seiten. Man kriegt sie nicht und man stirbt. Scheiße. Das war echt nicht gut. Das war echt kacke. Okay, dann nochmal. Da kann ich, glaube ich, irgendwie auch nur durch, wenn ich unsichtbar bin. Ich brauche einen Flatz. Wenn ich einen hab, dann komme ich auch problemlos an diesen da oben. Natürlich komme ich da irgendwie gar nicht hin. Ich will aber die Starcoin, ne? Also. Gut, wir warten ab mit der Münze. Das wird sich sicher noch irgendwann einen Weg ergeben, die zu holen. So, jetzt sind wir erstmal hier drin. Aua. So. Oh Gott. Ach, man versinkt direkt mit dem Sand. Okay, das wusste ich nicht. Konnte ich nie wissen, Freunde. So, dann. Hoffen, dass ich auf Boden lande. Oh, der, die Plattform verschwindet. Und ich sterbe wieder. Mist. Wieso kriege ich auch keinen Flat hier? Das ist voll schwer. Ich verzocke gerade mein ganzes Leben. So, also das ist so Instant-Treibsand alles.
Könnte auch genauso gut eine Schlucht sein. Oder Lava. So, ich glaube, das Schlimmste habe ich schon mal geschafft. Denn hier oben kann ja kein Treibsand mehr kommen. Und am Ende kommt da doch irgendwie Treibsand hier oben, wer weiß. Ah, da haben wir ein Stück. Gut. So, dann darüber. Schleudern. Blaue Münzen, die sind jetzt nicht so relevant. Einfach blaue Münzen. Das ist da. Könnte ich die denn? Moment, ich will noch nicht das haben. Okay, gut. Und dann hier. Okay, Mann. Das war geschafft. So, Nummer 1 an Münzen und an Sonnen. Von 3. Jetzt können wir die 8 roten Münzen versuchen zu sammeln. So, eine ist ja erstmal hier. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Wie habe ich denn jetzt gerade die zweite noch bekommen? Naja. So, erstmal unsichtbar werden hier. Dann versuchen wir unser Glück hier weiter. So, ich brauche auf jeden Fall... Oh Gott, nicht runterfallen. Dieses Unsichtbarkeitsding, um gewisse rote Münzen zu kriegen. So, trägt mich das irgendwo hin? Mir ist meine Unsichtbarkeit läuft ab. Ah, dafür kriege ich das hier. So, okay. Zeit muss ich mir noch holen irgendwie. So, dann haben wir den Flat. Ich glaube, da oben könnte da... Ah, da ist eine Sonne. Aber machen wir gleich. Holen wir uns erstmal... Erstmal? Sowieso. Keine Frage. Das Ding hier. Ah, was für ein befreiendes Gefühl, das endlich zu haben. Das war die zweite... Ne, das war die dritte. Stimmt, jetzt haben wir auch schon mal alle 3 Starcoins hier. Sagt er mir einen Hinweis, wie ich hier reinkomme? Nein. Vielleicht auch mit der Unsichtbarkeit. So, oh, hier ist hier die 7. direkt. Das ist ja wunderbar. Habe ich ja echt noch diese eine. Okay, voll die Logik. Ich kill ihn, während er mich trotzdem verletzt. Yeah, so wird das gemacht. Dann haben wir das gute Stück gleich. In 0,nix. Okay, nochmal Unsichtbarkeit, warum nicht? Und die gute alte Sonne. Speichern und das 15 Shine Sprites. Aber hast du, bist du schon mal zurückgegangen, hast mehr in den vorherigen Kursen geholt? In Levels? Ja, ihr seht ja, wie ich das spiele, immer ein Level komplett durch. So. Okay, ich glaube, es gibt einen kleinen Fehler, denn unten links seht ihr, dass ich 0 von 3 Starcoins habe. Aber ich habe ja eigentlich alle 3 gesammelt. Ich glaube, das... Let's go. Ja, ist ein bisschen fehlerhaft. Moment. Ganz kurz. Kann ich auch das Level einfach verlassen? Exit? Exit Level. Moment. Ich gehe nochmal rein. Ich kann das Level mit einem Flat anfangen. Oh mein Gott, scheiße. Natürlich mache ich das dann. Keine Frage, ey. Habe ich gerade noch so gesehen. Ich meine, dann muss ich ihn jetzt nicht irgendwo unterwegs erst auftreiben. Ich glaube, das war bis jetzt immer so, oder? Also nicht immer. Ich glaube, wenn ich ihn einmal gefunden habe, dass ich ihn dann immer wieder auswählen konnte im Level. Ja gut, bisschen doof von mir dann. Lass uns damit mal rumtragen. Das ist ja auch ein relativ kleines Level so, muss man sagen. So. Oh, yeah, fuck. Oh, yeah, jetzt aber. Ah, geschafft. Cool, damit haben wir das Level auch geschafft. Also komplett. Ich gehe nochmal ins Menü kurz. Nur um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich alle 3 Münzen hier gesammelt haben. So, hier. Also keine Ahnung, war da wohl ein kleiner Fehler. Im Schloss haben wir... Achso, Geheimlevel im Schloss, dann haben wir 1 von 5 und im Schloss selbst 1 von 3. Ja, eine gute Bilanz, glaube ich, bis jetzt.
Okay. So, dann würde ich hier beenden den Part. Ich meine, irgendwie können wir die mal perfekt abschließen, nachdem wir so ein Level durch haben bis jetzt. So, und dann im nächsten Part dann, glaube ich, hier reingehen. Ich denke, hier wird dann ein Bowser-Level von uns warten, wenn wir zumindest aus Mario 64 so richtig kennen. Ja, und naja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Schaltet dann ein. Und vielleicht gibt es dann einen Bossfight oder sowas. Also bis dann.